Phase 1 der WM-Vorbereitung ist abgeschlossen. Das Trainingslager-Fazit von Joachim Löw fällt trotz diverser Nebengeräusche durchaus positiv aus. Der Blick des Bundestrainers ist aber schon längst auf Phase 2 gerichtet, den beiden Testspielen gegen Kamerun und Armenien vor der Abreise nach Brasilien. Es war unser ausdrücklicher Wunsch, dass wir gegen eine afrikanische Mannschaft spielen, weil wir in der Gruppenphase auch gegen Ghana spielen. Das war unser Wunsch, das wollten wir so. Und ich glaube, am Sonntag beginnt ja auch sowas für uns dann eben dieser WM-Countdown mit diesen zwei wirklich auch Testspielen gegen Kamerun und dann am Freitag gegen Armenien. Es ist schon auch die Gelegenheit für mich als Trainer, für uns Trainer, nochmals so ein paar wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, was die gesamte Mannschaft betrifft, taktische Abläufe und natürlich auch einzelne Spieler. Einzelne Spieler haben sicherlich auch nochmal die Chance, da auf sich aufmerksam zu machen. Immerhin stehen direkt danach noch einige Entscheidungen an, die den endgültigen WM-Kader betreffen. Natürlich auch wichtige Entscheidungen und auch harte Entscheidungen. Das ist schon auch ganz klar, weil alle Spieler eben auch, die jetzt dabei waren, natürlich auch sich voll reingehängt haben und wirklich auch sehr, sehr gut gearbeitet haben. Wir haben das ja auch bewusst gemacht. Das war jetzt nicht eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, mehr Spieler mitzunehmen, sondern wir haben das ganz bewusst gemacht aufgrund der Faktenlage und der Situation, die es eben auch gab, dass einige Spieler angeschlagen und verletzt waren. Und diese Entscheidung, welche 23 dann nach Brasilien mitgehen, die treffen wir dann am Montag oder am Sonntagabend nach dem Spiel, wenn wir so die finalen Erkenntnisse auch haben. Ja, vielen Dank, Joachim Löw und Roman. Es gibt also noch einiges zu tun, bevor es dann endlich in die alles entscheidende Phase geht, beim ersten Gruppenspiel am 16. Juni gegen Portugal.